Hi Leute und willkommen zu Bankless Dach. Für viele, gerade diejenigen, die erst dieser Tage mit DeFi auf Ethereum starten, sind die hohen Gebühren ein echtes Hindernis. In diesem Video möchte ich Polygon, vormals auch als Matic bekannt, kurz aus User-Sicht erklären und wie ihr durch die Nutzung dieses Protokolls 10.000-fach an Gebühren spart. Bleibt dran, um euer Wissen zu erweitern und euch so einen Vorteil in diesem Markt zu sichern. Zunächst einmal, was ist Polygon? Polygon ist eine sogenannte Proof-of-Stake-Sidechain zu Ethereum. Das heißt, ihr könnt Assets, also Token und auch ETH selber auf diese Sidechain bewegen. Dort könnt ihr anschließend eure Assets nutzen, wie gewohnt via Metamask, ohne Horrendegebühren zu zahlen. Nicht nur, dass die Gaspreise auf Polygon derzeit bei 5 bis 8 GB liegen, ein Matic kostet derzeit auch weniger als 1 Dollar. Dass eine Transaktionsgebühr für einen Trade beispielsweise auf SushiSwap dann 0,0001 Matic kostet, sollte auch für jeden zu verschmerzen sein. Ist das nicht das gleiche wie Binance Chain? Nein, denn im Gegensatz zu Binance mit der Smart Chain verfolgt Polygon hier einen wesentlich dezentraleren Ansatz. Jeder, der möchte, kann ein entsprechendes Chain-validierendes Fullnode betreiben. Diese Form der Skalierung ist wesentlich dezentraler aufgestellt, als es eine Konsortium-Chain wie BSC hier sein könnte. Nichtsdestotrotz ist und bleibt natürlich die Ethereum Mainchain der sicherste Layer für eure Assets. Aber nun genug geredet. Lasst uns einfach mal reinstarten. Da sind wir auch wieder auf meinem Mac. Wir starten wieder mit dem Google Chrome. Gehen kurz auf zapper.fi. Kontrollieren kurz, dass MetaMask auch fertig entsperrt ist. Ja, die sind auch drauf. Klicken kurz auf Brieftasche verbinden. Auf MetaMask. Und sind dann in Zapper. Zapper hat gerade einen kleinen Schluck auf, deswegen wird der Nettowert jetzt nicht angezeigt. Aber das tut hier nichts zur Sache. Wir klicken oben auf das Ethereum-Symbol und wählen dann Polygon aus. MetaMask öffnet sich und wir können das Netzwerk hinzufügen. Zapper nimmt uns hier die Arbeit ab, das Ganze manuell eingeben zu müssen. Kurzer Klick auf Approve und dann auf Switch Network. Und wir finden in MetaMask unsere Anzeige hat sich auf Matic geändert, das Netzwerk auf Polygon und ein kurzer Klick da drauf und wir kommen wieder zurück zum Ethereum Mainnet und da sind auch wieder unsere ETH. Jetzt gehen wir auf die Bridge und brauchen als erstes Matic. Wir besitzen lediglich ETH und brauchen Matic, damit wir dort wie ETH die Transaktionsgebühren bezahlen können. Wir wählen hier unten einmal kurz Matic aus. Jetzt können wir oben den Betrag eingeben. Beispielsweise 0,5 ETH. Entsprechend jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme des Videos. 1100 Matic. Geht natürlich auch mit weniger. Würde auch vollkommen reichen. Da die Transaktionsgebühren hier noch in ETH bezahlt werden und ich sowieso recht bullig bin, was Matic angeht, persönlich, nehmen wir 0,5, bestätigen hier einmal. Kontrollieren nochmal kurz von Ethereum zu Matic. Hier sehen wir die Transaktionsgebühr. Einmal bestätigen. Und unsere Transaktion ist losgeschickt. Mit einem Klick hier unten drauf kann man sich das Ganze im Block Explorer anschauen. Dauert noch ein bisschen. Und zack. Eine Bestätigung. Das heißt nicht, dass ihr die Matic jetzt sofort habt, sondern es dauert mit der Bridge ungefähr so
5 bis 10 Minuten, bis ihr dann auch die Matic habt. Wir sehen, die Isium sind schon abgegangen. Sind aber noch 0 Matic. Also einfach hier ein bisschen Geduld, keine Panik. Das ist ganz normal, dass es ein bisschen was dauert. Jetzt wechseln wir nochmal zurück zum Isium Mainnet. Und jetzt gehen wir hier nochmal. Lassen die Ease eingestellt. Geben jetzt mal Drag in Ease ein, den wir rüber zu Polygon mitnehmen wollen. Und hier. Den gleichen Betrag haben wir dann auch auf I, also in Ease auf Polygon. Kurz bestätigen. Auch das kostet uns noch einmal eine recht geringe Transaktionsgebühr in Ease. Das ist deswegen so gering, weil halt eben kein Swap im Hintergrund noch stattfindet. Und dann einmal kurz bestätigen. So, zeigt sich uns hier auch etwas, wovor ihr auch keine Angst haben müsst. Die Transaktion wurde einfach noch nicht von Etherscan gesehen, ist allerdings schon raus. So, jetzt wurde das Ganze bestätigt, da können wir es dann auch nochmal sehen. Die sind auch eingegangen. Auch diese Ease sind jetzt noch nicht direkt in Polygon verfügbar, macht aber auch nichts. Auch hier warten wir wieder 5 bis 10 Minuten, bis das Ganze da ist. So, unsere Matic sind schon mal da. Und jetzt auch unsere Ease. Kurzer Klick oben wieder auf den Fuchs. Hier sehen wir unsere Matic. Da sehen wir ebenfalls die Matic. Wenn Zepa jetzt gerade keinen Schluck auf hätte, würden wir jetzt hier auch weiterhin unseren Nettowert sehen. Zepa hat nämlich die gute Eigenschaft, beides anzuzeigen. Sowohl eure Vermögenswerte auf Polygon als auch auf Ethereum. Tut er nicht, also starten wir direkt rein in die erste schöne D-App. Und wir nehmen in unserem Beispiel Aave. Kurzer Klick auf Go to App. Ob ihr Aave nutzen wollt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Das soll uns hier jetzt erstmal nur als Beispiel dienen. Hier oben einmal auf Polygon. Grundsätzlich eine schöne Plattform, um gegen andere Assets zu leihen. MetaMask verbinden. Und anschließend könnt ihr hier mit einem Click auf Wrap These oder welches Asset ihr auch immer jetzt hinterlegt habt, na, nur eine kurze Ladezeit. Okay. Hier haben wir unsere Wrapped Ease, hier haben wir unsere Matic und wir entscheiden uns mal, unsere Wrapped Ease hier zu hinterlegen, um darauf Zinsen zu verdienen. Kurzer Klick auf Approve, wie es auch auf Ethereum der Fall wäre. Die Transaktion wieder bestätigen. Hier seht ihr auch, verschwindend gering, was die Transaktionsgebühren angeht. Und vor allen Dingen auch schneller. Zack. Schon bestätigt. Jetzt noch einmal den Deposit bestätigen.
die Transaktionsgebühr. Könnt ihr selbst umrechnen, mal aktuellen Matic-Preis. Zu dem Zeitpunkt ungefähr 1,1 Dollar. Und ja, alles drin. Hier sehen wir auch, man kann hier noch den Reward claimen. Man bekommt bei der Nutzung von AVE WMATIC, also RAPMATIC. Und das wollen wir hier dann auch mal claimen. Das macht natürlich keinen Sinn nach einer so kurzen Zeitspanne, aber für das Video zur Demonstration zeige ich euch das einmal. Auch hier wieder die Transaktion bestätigen. Dauert einen kurzen Moment. Und dann kommt auch hier die Bestätigung. Erfolgreich geclaimed. Jetzt möchten wir unsere Ease auch wieder abziehen. Ich möchte euch dann auch noch zeigen, wie man diese Ease jetzt wieder zurückbekommt, also von Polygon wieder aufs Ethereum Mainnet. Dafür ziehen wir natürlich jetzt erstmal hier aus AVE ab. Einmal auf Bestätigen. Zurück zum Dashboard. Keine Deposits mehr. Schauen wir nochmal in Zapper. Sehr schön, Zapper ist mit seinem Schluck auch fertig. Hier sehen wir dann auch nochmal unsere Übersicht. Kurzer Klick auf Brieftasche. Ja, aktuell zeige ich nur die Polygon-Werte an, weil wir hier oben auf Polygon gestellt haben. Jetzt geht ihr auf wallet.matic.network. Wir erinnern uns, wir möchten jetzt Ease, die sich derzeit auf Polygon befinden, wieder zurück auf die Ethereum Mainchain holen. Klar, erstmal mit MetaMask verbinden, mit unserem Polygon-Account. Einmal signieren und dann sind wir drin. Hier sehen wir dann auch unsere Ease nach einer kurzen Ladezeit und gehen jetzt hier auf Restore. Wir restoren jetzt quasi von Polygon, also dem Matic Network, zu Ethereum. Tragen dann hier den Betrag ein. In unserem Fall einfach mal 0,5 Ease zu Ethereum. Und jetzt sehen wir auch etwas, was ganz wichtig ist. Ihr braucht Ease auf der anderen Seite. Dann können wir den Transfermodus auswählen. Es gibt einmal die Plasma Bridge und die Post Bridge. Die Plasma Bridge ist viel, viel langsamer und war aber die erste Iteration. Und wir nehmen aber die Post Bridge, weil damit sind wir für gewöhnlich in 1 bis 2 Stunden auf jeden Fall durch. Normalfall so 45 Minuten. Das sehen wir dann hier. Noch mal kurz angezeigt. Die voraussichtlichen Transaktionsgebühren auf der Ethereum Chain werden hier in Dollar angezeigt. Es kann natürlich sein, in seltenen Fällen, dass dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr die claimen wollt, die Transaktionsgebühren höher liegen. Dementsprechend wäre dann natürlich auch das Dollar-Äquivalent wesentlich teurer. Wenn ihr den Vorgang einmal gestartet habt, schließt ihn auch komplett ab. Hier seht ihr nochmal die Fees auf Matic, enorm niedrig. Kurzer Klick auf Bestätigen. Und jetzt ist das Ganze auf dem Polygon-Netzwerk bestätigt und dauert aber jetzt noch eine ganze Weile, bis das Ganze
im Hintergrund abgeschlossen ist und ihr die Ease claimen könnt. Das Ganze überspringen wir dann mal kurz. So. Und dann sehen wir hier die Bestätigung. Checkpoint arrived. Kurzer Klick unten auf Continue. Vorher erinnert er uns auch nochmal, auf jeden Fall das Netzwerk auf Ethereum umstellen, weil wir müssen jetzt quasi die 0,5 Ease auf der Ethereum Mainchain claimen, um diese in unsere Wallet überführen zu können. Nochmal kurzer Klick auf Continue. MetaMask öffnet sich. Leider wieder teure Ethereum und Transaktionsgebühren und dann bestätigen. Das Ganze dauert jetzt natürlich wieder eine ganze Weile, bis die Ethereum Transaktion bestätigt wurde. Müsst ihr natürlich auch nicht immer machen. Also ihr könnt eure Assets auch eine ganze Weile auf Matic haben. Wir schauen jetzt mal in MetaMask nach, was dort die Transaktion sagt. Lassen Sie uns kurz den Etherscan anzeigen. Ah, okay. Etherscan hat es auch noch nicht. Aber wie gesagt, das, das ist kein Grund zur Sorge. Das hat einfach das Node von Etherscan eure Transaktion noch nicht gesehen. Das ist aber im Mempool von Infura, die hinter MetaMask stehen. Und hier ist dann auch die Confirm Transaction. Kurzer Klick darauf, wir sehen, vor zwei Blöcken bestätigt. Zeigt uns auch an, Transfer komplettiert. Zurück zur Wallet sehen wir jetzt unsere Polygon Assets. Da ist jetzt dementsprechend weniger. Matic ist nahezu stabil geblieben. Und nZapper, kurze Aktualisierung. Sehen wir auch unsere beiden Assets, unser Ease einmal auf dem Mainchain und auf Polygon, sowie unsere Matic auf Polygon. Das war es auch schon soweit und ich wünsche euch viel Spaß beim Experimentieren mit DeFi auf Polygon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, klickt die Glocke und schaut gerne mal in unsere Telegram-Gruppe. Infos hierzu findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Das Handeln und die Handhabung von Kryptowährungen unterliegt selbstverständlich einem gewissen Risiko, welches du jedoch durch eigenes Wissen senken kannst. Dennoch möchten wir dich darauf hinweisen, dass wir keine Finanz- oder Steuerberatung anbieten. Unser Content dient ausschließlich der Aufklärung und Information. Und stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten oder zur finanziellen Entscheidung dar. Wie immer gilt, mach deine eigene Recherche.